meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und wir befinden uns immer auf dem Weg zu den legendären 100% des Spiels. Und ich habe hier jetzt schon einige Sachen gefunden. Aber heute müssen wir auch noch mal ein bisschen weiter in den normalen Quest reinmachen. Das heißt, wir werden nicht nur stupide die Punkte abgrasen, obwohl das machen wir trotzdem. Aber wir werden auch ein paar Quests machen. So, ich will erstmal noch die Flugpunkte alle haben. Denn irgendwie kommt mir so vor, dass mir immer ein paar fehlen. Zack. Hallöchen. Wer bist du denn? Hallo, wie schön. Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Ranrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Ranrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Oh, danke schön. Lustig. Gut, hier haben wir den Flugpunkt. Was haben wir denn noch hier so? Also, das war ja lustig, dass wir den gerade jetzt bekommen haben. Wir gehen einmal hier rum und nehmen alle, lass uns den als erstes mitnehmen. Ne, wir machen eine große Tour und fliegen rum. Fangen aber hier an und nehmen alle, wie nennt sich das? Merlins Prüfung mit. Ich weiß nicht, ob ich so viel Malvenkraut habe. Das müssen wir gleich mal gucken. Ich habe eigentlich immer wieder eingesammelt, wenn ich drin war. Aber wir schauen mal. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich es habe. Da. Malvenkraut. Okay, 31 Stück. Das sollte reichen, ne? Gut. Hier war auch eine Questreihe noch. Beziehungsweise eine Questreihe, aber eine Quest. Die nehmen wir auch mit. Völlig unverfroren. Hallo. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Oh. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen. Schwester oder nicht. Oh. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Was verkaufen Sie hier? Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht... Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen, wenn es dunkel ist. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich weiß, das haben wir alles auch selber angepflanzt. Aber egal. Ja, schon mal hier sind wir alles mit. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ah, nicht dafür. Du wirst es mir gleich wiedergeben. Und zwar mit diesen Zutaten. So. Gut, dann wollen wir nicht schätzen, mal machen. Okay, lass uns mal warten, bis es Nacht wird. Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Revelium. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Oder es war ein Niffler. Kann auch sein. Na, wo ist der Händedieb? Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein.
widersetzt, wird erledigt. Revelio. Was war das? Das Gefühl, ich bin nicht allein. Bist du auch nicht. Wer ist da? Befindung. Ein Anhänger weniger, Renrock. Aber... Revelio. Folge der Spur aus Münzen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, wir machen schnell die Merlin-Prüfung noch hier. Kommt, trink! Ja, wo ist denn er da oben? Confringo! Damit wäre das erledigt. So, dann folgt mir der Spur weiter. Was man alles nebenbei machen kann, ne? Hier und da mal ein bisschen Prüfung. Revelio. Gut hoch? Ja, okay. Boah. Revelio. Confringo. Naja, machen wir gleich mal auch die Prüfung hier. Ah. Kacke. Beschissene... Motten. Ich hasse Motten. Revelio. Wo die ganzen Motten finden können hier. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Oh, gibt's hier keine Motten? Ach, da sind noch welche. Da sind doch schon welche. Lumos. Oh. Na, den hier ist von da. Da hinten auch schon welche gesehen, glaube ich. Ein Gebüsch da hinten, ne? Revelio. Auch nicht. Kurz mal gucken. Da sind welche, guck mal. Lumos. Hier von da geholt, hätte man hier rein, also müssten da noch irgendwo welche sein. Da oben vielleicht? Flieg mal kurz, flieg mal in der Runde hier und guck mal. Das sollte ich untersuchen. Da sind die.
Lumos. Du bist zum Sterben hier, was? So. Da ist der Stein. Liegt gerade, wo der war. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nämlich auch nicht. Das sieht immer wieder berauschend aus, wenn das so hochsteigt. So, jetzt müssen wir gucken. Rebellion. Weiter folgen. Eindringling. Wie viel Gold hat das Ding verloren, bitte sehr? Rebellion. Ein Niffler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Schon gedacht. Das muss das Erbstück der Haggertys sein. Arresto Momento. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebin und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Zurückziehen. War so ein ganz schönes weites Stückchen da zu ihm hin. Also, weit und weit, ne, aber ist schon. Oh, durch. So, jo, nehmen wir die Ballons noch mit. Alle Ballons auch mitnehmen, wenn die schon mal hier sind. Nehme ich die auch gerne mit. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Nicht erwischt. Na egal. Whoops, was ist hier los? Sag mal. Ich mach mit. Bam. Haben Sie Agnes mit Ihrem Niffler geholfen? Gut, dass sie ihn wieder hat. Ich hasse es, wenn diese Biester rumstreuen und sagen... Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen sie auch mein Erbstück haben. Ja, das habe ich tatsächlich. Danke. Sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Catherine ist eine Enttäuschung, aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Bitte schön. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler. Nifflermaske bekommen, okay. So, hier ist noch alte Magie. Die machen wir jetzt noch nicht, die alte Magie. Wir machen jetzt wirklich nur die Prüfung. Die alte Magie hole ich später irgendwann. Das machen wir in einer separaten Folge. Genau, in einer separaten Folge ist eine gute Idee. So, wir müssen noch hier, guck mal, hier sind die ganzen Prüfungen Merlin. Wir holen uns aber erstmal ja, die Prüfung und dann fliegen wir rüber zu dem Punkt da, okay. Incendio. So. Hui.
Ah, ein bisschen schießen, das geht ja. Welch angenehme Überraschung. Da wäre selbst Merlin stolz. So. Das sind mir die liebsten Prüfungen, die gehen so schön schnell. Also, schnell und schnell, ne? Aber schon hurtiger. So, kommen wir auf die Karte. Da waren wir gewesen. Dann müssen wir jetzt einmal hier hinfliegen zu dem. Schon wieder Ballons dahin. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Und ein Landepunkt ist auch, hier ist alles. Hier ist alles. Leute, guckt euch das an. Hier ist alles. Aber erstmal müssen wir den Flugpunkt da mitnehmen. Wenn der Krieg vorbei ist, werden endlich Flugpunkt. Halt. Okay. Endlich. Ich meine ja so Ballons. Erwischt. Schon wieder nicht. So gar nicht. Verdanke, dass du als erstes nicht verdächtigst. Nein, weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Ich krieg ja nicht. So. Da war aber noch was. Da war meine Merlin-Stings. Da müssen wir einmal die Leute leider killen hier. Ich weiß, was das bedeutet. So. Komm, trink. Ach was, jetzt haben wir noch einen Kampf hier, okay. Na, pass auf. Bombard! Incendio! Arresto momento! Akio! Oh, jetzt haben wir die aber gleich hier. Akio! Levioso! Fada Kitana! Beide erwischt worden sein, genau. Confringo! Damit wäre das erledigt. So, das haben wir auch erledigt, das haben wir auch erledigt, das haben wir auch erledigt. Wir haben alles erledigt, wir erledigen alles. Wir sind die Erlediger. Ja. Sollen wir gerade Dings gucken hier? Bum, bum, bum. Haben wir. Bam. Was ist das nächste? Das ist das nächste Objekt der Begierde. Hier ist nichts. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen passen wir auch auf. Mal sehen.
So, was gibt es denn hier zu Schönes? Aha. Ein Jump'n'Run mal wieder. Von da hinten aber wahrscheinlich. Nein! Das ist ja dumm. War ich zu gierig? Wollte ich zu viel auf einmal? Okay. Oh nein! Nein! Was springt er denn nochmal? Ja, dumm. Ach komm. Okay. Einmal springen. Das war gar nicht so knifflig. So. Gut, den müssen wir nicht machen. Wir holen uns aber den gleich wieder. Alles nicht so weit auseinander hier. Schön. Okay, fangen. Okay. Confringo! Magst du Schmerzen? Randolph hält niemand auf. Confringo. Okay, das war die verkehrte Reihenfolge. Dann vielleicht erst der? Dann der und dann der Kleine. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klar. Perfekt, perfekt. Sehr gut. Lass mal gucken. Eine Prüfung war hier noch. Da sind noch ganz viele, aber hier ist die nächste Prüfung. Ich weiß nicht, wie viele Prüfungen es insgesamt von Merlin gibt im Spiel. Hab ich gar echt keine Ahnung von gerade. Aber einige scheinen es ja zu sein. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ich auch. Da drüben auch nochmal. Da wäre selbst Merlin stolz. Gut, jetzt holen wir uns die Ballons da oben. Warten wir mal durch. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Runde ist. Noch mehr gibt, gibt anscheinend noch mehr. Mal gucken, wie viele das sind. Schließe Prüfung Merlins ab, haben wir. Gucken wir mal die Ballons. Ein lästiger Mensch weniger. Ach, da. Mir fehlt doch hier ein Ballon. Das sind doch noch vier, oder bin ich? Ne, da ist noch einer, okay. Eben irgendwie die Schmetterlinge gesehen. Wo sind die denn? Da. Okay. Thank you.
Oh, da müssen wir leider mal hin. Da auch. Aber einmal tun wir uns die... Oder haben wir die schon gemacht? Kann sein, dass wir auch schon gemacht haben. Ne, ich glaube nicht. So, können wir nur nachts machen. Warten wir, bis es Nacht wird. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Die Eidechse, na, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, die Eidechse? So. Hier ist auch nochmal ein. Den nehmen wir dann mit, Merlins Prüfung. Ich will wissen, wie viele es danach jetzt noch gibt. Das würde mich mal interessieren. Oho, welch angenehme Überraschung. Komm, trink! Achso. Erstmal das Kraut draufwerfen. Da ist noch einer versteckt da unten. Seht ihr das? So zwischendurch mal gemein, so ein bisschen, ne? Contento! Das war gar nicht so knifflig, Merlin. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele, ob da noch neue sind oder ob das einfach egal ist. Wenn die gar nicht brauchen, die 100% zu machen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. No, anscheinend ist es nicht mehr ganz so wichtig, den Merlin-Finger zu machen. Sind noch einige auf dem Weg, wie man sieht. Aber lass uns erstmal hier die Route holen, da. Ach hier. Ah, nicht da runterfallen. Oh. Bist du denn für ein Hi-O-Pi auf und zu? Ja. Okay. Nordfeldcroft, okay. Wie guck mal, wie viele wir noch haben hier. Also nur mal so, jetzt mal ganz im Ernst. Wie viele wir Merlins Prüfung noch haben. Ich nicht so viel Bock da, die alle zu machen. Aber naja, also wir zoomen mal schnell dahin. Aber naja. Müssen sie ja machen. Cool, dass man über alles rüberfliegen kann. Also, leider wirklich komplett Open World hier, ne? Das ist schon ziemlich cool. So stelle ich mir ein Harry Potter-Spiel auch vor. Also, genau so hatte ich es mir auch vorgestellt. So, also, in den Stil. So ein bisschen, die Geschichte hätte ein bisschen cooler sein können. Aber, trotzdem war ich ziemlich gut. Niemand zu Hause? Niemand? Dann nehme ich eure Geldbörsen. So, gibt es hier noch irgendwelche Stellen, die ich noch nicht kenne? Also Flugpunkte, die ich noch nicht habe. Kann natürlich sein, dass hier noch ganz viele sind, ne? Obwohl, nee. Die müssen ja auftauchen, ne? Die tauchen ja auch bei mir in Grau auf. Also müssen sie auch hier irgendwo sein. Hier haben wir alle. Aber ich glaube, wenn ich alle hätte, dann müsste irgendwas auftauchen, wie du hast alle Flugpunkte erreicht oder so. Guck mal, hier sind noch welche. Da, genug. Lass uns da nochmal hinfliegen. Wir holen uns doch schnell die Flugpunkte. Und dann kümmern wir uns um die nächste Quest. Tatsächlich. Ich brauche den Flugpunkt. Das ist auch ganz cool. Das ist ein dichter Wald einfach, ne? Dunkel, düster, aber man kann einfach nach oben rausfliegen. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Und man ist auch nicht beschränkt hier irgendwie. Man kann einfach alles machen. So, haben wir auch. Gab es hier noch mehr? Da. Schaut euch das an.
Oh, nicht. Erinnere mich mal dran, dass ich nachher in Hogsmeade reingucke, um zu gucken, ob ich mein Besen da verbessern kann. Oder habe ich die dritte Verbesserung schon? Ich habe die doch noch gar nicht, die dritte Verbesserung. Er sagte, ich soll wiederkommen, wenn er die hat. Und ich habe nur das Rennen gewonnen und danach wollte er ja was verbessern. Das habe ich aber noch nicht. Okay. Den Punkt wieder machen. Wow. Hab ich alle jetzt? Ne, ich hab noch nicht alle, ne? Hier ist auch noch einer. Da hin und von da fliegen wir hin. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Definitiv. Dunkelheit sehen. Nee, du machst mindestens. Warte mal. Kann ich wieder reden? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie... Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Hm. Na, guck mal, kriegen wir auch gleich wieder was. Großzügigkeit. Gerne. So. Da ist noch ein Flugpunkt, und zwar hier. Müsste der letzte sein, eigentlich. Sieht zumindest so aus. Ich bin gespannt. Oh. Dann hätte ich, glaube ich, alle, oder? Also zumindest die, die sichtbar waren. Was gibt es für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Ich brauche nur einen Zufällig habe ich, was Sie brauchen. Hier. Aber ich weiß nicht, ob er hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Mich bekommt kein Grimm. Ich muss darauf bestehen, dass Sie dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit... annehmen. Also, ich glaube, ich habe alle Flugpunkte, aber es gibt keinen Erfolg dafür. Das finde ich jetzt etwas komisch. Das heißt, mir fehlen bestimmt noch irgendwelche Flugpunkte. Beziehungsweise, ich habe irgendwann übersehen vielleicht. Oder ich muss irgendwo noch durchfliegen, oder irgendwo dran vorbeifliegen, wo ich den noch nicht aufgedeckt habe. Kann das auch sein? Ja, das kann es auch eigentlich... Das sind doch alle jetzt gewesen, oder bin ich jetzt verkehrt? Oh, warte mal, vielleicht gibt es ja noch welche in Hogsmeade, die ich nicht habe. Also hier gibt es auf jeden Fall noch eine Quest hier, Fleckenentfernung. Und... Was gibt es hier noch für Quests? Verworrenes Netz. Und das ist hier... Die Einzigartige Einhorn, ja, okay. Da gibt es auf jeden Fall noch einige. Warte mal, kann ich über die Karte auch sehen? Was da steht? Sammlung, Handbuchseiten 34 von 50, Dimmelgerstadt und 2, okay. Da haben wir alle. Und hier? Fehlt uns eine Dimmelgeist noch. Hier fehlt uns noch Astronomie-Altär. Handbuchseiten 114, oh. Sammlung, Truhen 30 von 50. Oh, das ist schon viel. Aber dann heißt es ja, mir fehlen irgendwo noch ein Flugpunkt.
Wo? Wo, meine lieben Leute, wo? Mal auseinanderziehen hier, nicht, dass dahinter noch irgendein Flugpunkt ist. Nee. Hier auch nicht. Na gut, weiß ich jetzt auch nicht wo. Lass uns doch einfach mal eine Quest wieder machen. Und zwar machen wir heute... der Hauspokal. Lass uns den mal angehen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ab zur großen Halle. Bin ich mal gespannt, wie es da so weitergeht. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Los geht's. Oh, die ZAGs. Oh, erwischt. Spannend. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Hey! Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich durfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts... Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall, sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Haben wohl einen Gewinner. Da freut er sich. Das war das Spiel jetzt.
Der Hauspokal. Natürlich müssen wir es noch komplementieren, alles, aber ja, also ich fand das Spiel einfach fantastisch gut. Hat mir echt gut gefallen. Natürlich viele Anleihen bei anderen Spielen genommen, aber gut umgesetzt und man fühlt sich so richtig schön nach Hogwarts verzaubert. Gerade wenn man, wie ich, mit den Büchern aufgewachsen ist und die alle gelesen hat und später dann bei den Filmen schon ein bisschen begeistert war, muss ich sagen, hat das Spiel hier wirklich von allen Harry Potter Spielen, die ich jetzt gespielt habe, ist das hier das Beste. Definitiv. Also nicht nur grafisch, das ist klar, können die anderen ja nicht mithalten, weil die schon so alt sind, aber auch von Atmosphäre her und so. Also die alten, die anderen Harry Potter Spiele früher auf dem PC, die waren so, ja, die gab's halt, ne? Und die waren so dahingeschustert. Ne? Aber hier, das hat wirklich Hand und Fuß gehabt. Schon ziemlich cool. Kann ich überspringen? Ich überspringe das mal, ne? Guck, ob da noch was kommt. Huch. Die Suche nach Wissen. Trophäe erhalten. Der Hausdog. Guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Was natürlich ziemlich cool ist. Gut. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal versuchen wir, die 100 wieder voll zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.